Hallo und herzlich willkommen zu Ingrid, dem Bitwig-Tutorial über das Grid. Diese Folge soll eine Übersicht geben und einen kleinen Einstieg in das Grid geben von Bitwig. Aber legen wir doch einfach mal los. So, Bitwig hat ja ein Grid dabei, quasi ein Software-Modularsystem, und wenn man über Modularsysteme redet, hat man dann meistens solche Bilder im Kopf. Riesige Schränke, viele Kabel, die überall in jede Menge Steckmöglichkeiten gesteckt sind, und dann kommt wunderbarer Sound raus. Das Ganze ist nicht nur sehr eindrucksvoll, sondern auch sehr teuer, und es sieht von außen her erstmal aus wie entweder das völlige Chaos oder man bekommt so eine gewisse Distanz dazu und sagt, das ist mir zu komplex, da gehe ich lieber ein paar Schritte zurück und höre mir das einfach in aller Ruhe an. So, aber Bitwig hat das als Software integriert, und das Bitwig Grid versteckt sich oder verbirgt sich oder ist zu finden eher, es versteckt sich ja nicht, es ist ja da, in den Devices, in dem PolyGrid und dem FX Grid. So, das Grid an sich, vielleicht nochmal ganz allgemein, das Grid arbeitet mit einer höheren Genauigkeit, als es die anderen Devices eventuell tun. Das ist, kann sein, muss aber nicht. Das Bitwig arbeitet zum Beispiel mit einem vierfachen Oversampling. Das heißt, Töne, die im Grid erzeugt werden, oder Effekte, die im Grid benutzt werden, werden quasi mit der vierfachen Auflösung, also höheren Auflösung, bearbeitet, bevor sie dann quasi in die in der DAW eingestellten Sampling Rate dann wieder zurückgebracht werden bzw. exportiert werden. Das Grid ist ein Audio-Grid und es ist grundsätzlich in Stereo. Das sollte man auch wissen, weil immer mal wieder die Frage kommt, gibt es einen MIDI-Grid, aber das gibt es im Moment noch nicht. So, das Grid ist wie auch so ein echtes Modularsystem im Prinzip ein Baukasten von vielen einzelnen kleinen Modulen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Module das Bitwig Grid insgesamt hat, das dürften aber weit über 180 oder vielleicht knapp 200 oder vielleicht sogar schon drüber Module sein, einzelne kleine Modulchen, die man miteinander kombiniert. Und das ist nämlich auch das Grid an sich, man kombiniert aus vielen kleinen Einzelmodulen ganze Schaltung, ganze Sounds, ganze Effekte. Das heißt, das werden wir in den folgenden Tutorials noch sehen. Einfach mal ganz grundsätzlich, die beiden Devices in Bitwig, das PolyGrid und das FX Grid, unterscheiden sich erstmal darin, dass das PolyGrid dafür gedacht ist, um Instrumente zu kreieren, Sounddesign zu machen. Und dazu sehen wir hier das Grid. Wenn ich da reinklicke, dann öffnet sich hier schon hier oben das Grid an sich. Und gehe ich aber nochmal ganz kurz raus. Das Device an sich hat, wie auch die anderen Sound-Devices hier, einen Pitch, einen Glide, man hat einen NodeFX-Container und einen FX, also Effekte-Container, und dann noch einen Gain-Control für Out. Und im Inspector gibt es dann noch mehr Einstellungen, nämlich das Grid ist standardmäßig zum Beispiel auf Monophonie eingestellt. Das heißt, man kann immer nur einen Ton zu einer Zeit spielen. Möchte ich mehrere Töne zu einer gleichzeitig spielen, kann ich hier draufklicken und mit der Maus hochschieben und bis zu 64 Voices spielen. Ob man die braucht, ist nochmal eine andere Sache. Wer ständig nur Akkorde spielt, wird mehr als 3 oder vielleicht maximal 6 auch am Anfang gar nicht brauchen. Dann gibt es hier noch True und Digital, das hat was mit der Sounderzeugung an sich zu tun. Das Grid kann natürlich auch Voice Stacking, bis zu 5 Voices. Dann gibt es hier noch Einstellungen für den Retrigger, Never auf Note oder Immer. Still the same key hat was mit der Tastatur zu tun. Still Fade Time, dann gibt es hier die Phase des Grids, dass man einstellen kann, ob das Grid hier mit dem Shuffle und dem Swing verbunden ist oder aktiviert werden soll, und die Phase kann man ja noch auf einen Takt, halbe Takt, Vierteltakt und so weiter einstellen. Und
Man kann dann auch Free Run and Stop noch anklicken und hier unten auch noch Attack Release einstellen. Die haben etwas damit zu tun, weil die hier in dem Polygrid sind. So, der Unterschied zwischen dem Polygrid und dem FX-Grid, weil wenn man draufklickt, sehen die erstmal ungefähr ähnlich aus. Klar, da innen sind ein paar andere Devices, aber wir haben ja hier zum Beispiel auch dieses Sample-Symbol, also den Ausgang, den finden wir hier wieder. Und hier haben wir den auch nochmal einen Eingang, das heißt, im Endeffekt sehen die erstmal ähnlich aus und das Grid ist hier auch im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, ist es genau gleich, aber das Device an sich unterscheidet sich hier. Nämlich, wenn ich hier das mal so direkt vergleiche. Ich habe hier zwar auch wieder so einen Pitch und einen Glide, dann habe ich hier aber ein Pre-FX und ein Post-FX. Und hier habe ich einen Mixregler. Das heißt, das hier ist wie so ein Reverb oder ein Delay oder jedes andere Effektgerät, was ich hinter ein Instrument packe. Und je nachdem, wie stark ich diesen Mixregler auf- und zudrehe, kommt das Originalsignal durch. Oder je mehr ich den Mixregler aufdrehe, drehe eine Mischung bis hin zum 100% Effektsignal, was dann hier hinten rauskommt. Und natürlich diese Pre-FX und Post-FX-Geschichten oder Container sind natürlich, ich kann, wenn ein Signal hier rankommt, mit dem Pre-FX das Signal bearbeiten, bevor ich es in meine Effektekette hier in den Polygrid oder in das Polygrid reingebe und bevor es hier dann quasi zum Lautsprecher wieder rauskommt, kann ich es hier noch mit Post-FX, also Post-Effekten, zum Beispiel ein dahinter geschaltetes Reverb oder Delay oder Distortion oder was mir auch immer einfällt, kann ich das hier nochmal versehen und der Mixschalter sagt dann, wie viel von dem Effektsignal bzw. Originalsignal dann rauskommt. So, das ist im Prinzip schon das Grid und bei dem FX-Grid habe ich natürlich auch wieder ähnliche Einstellungen hier im Inspektor wie bei dem Polygrid. So, und das Grid an sich, wenn man das anklickt oder aufmacht, die Größe größer macht hier, mache ich mal den Inspektor zu und die Device-Ansicht zu und dann habe ich hier generell eine Übersicht. Ich kann hier das Grid ein- und ausschalten. Ich kann hier diese Leiste hier wegschalten, wenn ich möchte. Ich kann das so wegschalten und locken, dann komme ich da erstmal nicht mehr dran. Ich habe hier ein Suchfeld, wenn ich zum Beispiel diese Devices im Grid suche, so wie zum Beispiel ein Sampler, der hier auch drin ist, als Oszillator, ich will immer Oszillator sagen, kann ich mir hier das suchen. Ich habe hier eine Kategorisierung der verschiedenen Devices im Grid und je nachdem, was ich für eine Kategorie hier anwähle, sehe ich dann hier die entsprechenden Devices. Und ich kann die Devices hier auch noch ein bisschen weiter scrollen oder hier wieder zurückscrollen zum Beispiel. So, und dann kann ich das Ganze hier auch noch verkleinern und vergrößern. Das kann ich natürlich auch mit der Steuerung-Taste gedrückt und Mausrad kann ich das genauso tun. Ich kann das Grid irgendwo anfassen oder anklicken und kleiner machen. Dann mit der mittleren Maustaste gedrückt halten, kann ich das so hin und her schieben oder tragen und ja, Steuerung Alt auch wieder zoomen und nur mit Alt und Mausradtaste kann ich dann das hin und her bewegen. So, dann kann ich natürlich das Grid auch anpinnen oder kann es als separates Fenster hier raushängen, so dass wenn ich irgendwo anders hingehe, das Grid immer parat habe und kann das hier auch wieder reinhängen und ich kann das hier natürlich auch wieder schließen. Und das war schon die Übersicht des Grids. Ich hoffe, das war so als Einstieg schon mal so als Erklärung, was das Grid ist und warum es hier einen Polygrid und einen FX-Grid gibt. Die Unterschiede zu den Devices, was das Grid so ganz grundsätzlich ist.
Hilfreicher Einstieg, und in den nächsten Tutorials gehen wir dann so ein bisschen ins Eingemachte und ich zeige euch dann, was was bedeutet, so das Grundsätzliche, und dann legen wir dann los mit den einzelnen Devices. Vielleicht nicht alle, ein paar suche ich mir dann raus und im Laufe der Zeit, ja, machen wir dann einfach mehr, wenn dann Fragen kommen, können wir das gemeinsam besprechen. Ich mache dann vielleicht die einzelnen Tutorials zu den einzelnen Devices. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentiert und schreibt mir. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.